Hallo Leute des Internets, heute mal wieder ein Thema, welches mich nun schon seit über einem Jahr beschäftigt und vor ungewöhnlichen Ereignissen nur so strotzt. Die Rede ist von dem bereits in 2017 verlorenen geostationären Satelliten mit dem Namen AMC-9 bzw. AMC-9. Der Satellit wurde bis zu seinem Ausfall im Juni 2017 für Kommunikation und Fernsehen in den USA und Mexiko eingesetzt. Geostationär bedeutet, dass dieser Satellit sich immer an derselben Stelle vor uns am Himmel befindet, sozusagen mit der Erdrotation synchronisiert und wie ein sehr hoher Funkmast funktioniert. Dieser Orbit in Äquatornähe hat den großen Vorteil, dass es in einer Höhe von 35.768 Kilometern keinerlei atmosphärische Kräfte gibt, die seine Umlaufbahn stören können. Für ein Menschenleben gilt allerdings, was sich in diesem Orbit befindet, bleibt auch dort. Wir laufen also nicht Gefahr, von Trümmern getroffen zu werden. Gefährlich wird es bloß für andere Satelliten auf selber Höhe. Wenn mehr und mehr davon unkontrolliert durch die Gegend schwirren und mit anderen noch eingesetzten Satelliten kollidieren, könnte dies zu einer Kettenreaktion mit gravierenden Folgen führen. Die Firma Exoanalytics Solutions hat sich auf das Finden und Verfolgen geostationärer Satelliten spezialisiert und hat diese wunderbaren Bilder von dem besagten Satelliten geliefert. Wobei der leuchtende Punkt in der Mitte den Satelliten darstellt und die vorbeiziehenden Striche den Sternenhimmel. Da sich die Erde nun mal weiter dreht, auch wenn ein Teleskop auf den Satelliten gerichtet ist. Die Aufnahme wurde beschleunigt, um die Geschehnisse besser zu erkennen. Die Europäische Satellitengesellschaft SES teilte mit, dass die Lebensdauer von 15 Jahren zwar bald, aber noch nicht erreicht wurde. Normalerweise sind Satelliten in diesem Orbit sehr viel langlebiger und überschreiten in der Regel weit ihre angedachte Lebenszeit. So konnten die Betreiber des Satelliten die fehlenden Kapazitäten auf umliegende, teilweise noch ältere Satelliten umwälzen. SES war in der Lage, danach noch einmal kurz mit dem Satelliten zu kommunizieren. Bei diesem einen letzten Kontakt konnten die Transponder offline genommen werden, damit sie keinerlei Störungen für Kunden auf der Erde mehr verursachen. Der Satellit driftet seit seinem Ausfall langsam westwärts und bricht scheinbar auseinander. Forscher rätseln seither, was diesen vorzeitigen und plötzlichen Ausfall verursacht haben könnte. Ganz vorne mit dabei ist natürlich die Kollision mit Weltraumschrott oder anderen Satelliten. Doch Gewissheit gibt's bis heute nicht. Außerdem hat die Betreiberfirma die These in den Raum gestellt, dass sich eventuell ein Weltraumwetterphänomen ereignet haben könnte. Oder der Satellit gar von etwas attackiert worden sein kann. Spätestens seit dem Bekanntwerden des russischen Spionagesatelliten mit dem treffenden Namen Lutsch, welcher sich an amerikanische Satelliten heranpirscht und diese abhört, wissen wir, dass dies theoretisch machbar und technisch umsetzbar ist. Auf dem Videomaterial von Exoanalytics, welches erst nach dem Ausfall entstanden sein soll, sind ebenfalls einige unbekannte Objekte zu erkennen. Dabei finde ich interessant, dass sie bei der ersten Dreierformation zwar behaupten, es seien andere geostationäre Satelliten, sie diese aber gar nicht identifizieren. Wir können davon ausgehen, dass sie sich in unmittelbarer Nähe zu unserem AMC-9-Bruchorbiter befunden haben. Wenn Mensch aber ganz genau hinsieht, sind noch weitere Lichtpunkte im selben Tempo zu erkennen, welche wohl ebenfalls Satelliten dieser Art sein müssen. Auffällig finde ich auch, dass scheinbar genau die Bilder fehlen, in welchen eines der drei vermeintlichen Satelliten dem AMC-9 sehr nahe kommt, zumindest aus unserer Perspektive. Zufällig werden wir sogar Zeuge eines Auseinanderbrechens des Objekts. Schon seltsam, dass dies genau innerhalb des beobachteten Zeitraums geschehen ist und in unmittelbarer Nähe zu anderen geostationären Objekten. Entgegen mancher verschwörerischer, millionen-Abo-schwerer YouTuber-Meinung, welcher behauptet, diese Objekte würden sich dem Satellit nähern, ist es eigentlich genau andersrum. Der AMC-9-Satellit ist durch den Vorfall aus seiner Bahn geworfen und zudem noch verlangsamt worden, wodurch er seinen stationären Standpunkt einbüßen musste. Möglicherweise sind die vorbeifahrenden Objekte aber auch unbekannt, weil sie zur streng geheimen, aber dennoch nicht minder bekannten Space Force der USA gehören. Aber das habt ihr jetzt nicht von mir gehört. Der Satellit blinkt bereits bevor ihm die anderen Objekte begegnen. Höchstwahrscheinlich befindet er sich in einer Rotationsbewegung, wodurch er das Sonnenlicht reflektiert und für den Beobachter hinter dem Teleskop als Blinken wahrgenommen wird. Warum der Satellit sich dreht, ist ebenfalls unbekannt. Möglicherweise hat er bereits eine Kollision hinter sich. Und wir sehen hier nur noch einen Haufen Schrott, welcher von anderen Schrott aus seiner Umlaufbahn gekickt wurde.
Exoanalytics gibt an, wenigstens das größte Bruchstück davon weiterhin zu beobachten. Mittlerweile ist der Satellit, oder das, was davon noch übrig ist, über der Küste Ostafrikas zu beobachten. Da er in seinem Drift konstant und vorhersagbar westwärts schwebt und seit dem Ausfall etwas hinterherhängt, erklärt das auch, warum alle anderen angeblich geostationären Satelliten ihn zu überholen scheinen. Dieses Objekt wird für alle kommenden Generationen dort oben ein Problem darstellen, beziehungsweise den Satelliten, die unsere Kinder und Enkelkinder dort noch platzieren werden. Es sei denn, er wird irgendwann kontrolliert zum Absturz gebracht, was für unkontrollierbare Satelliten finanziell ins Unermessliche geht, und da der Betreiber bereits Milliarden Dollar durch den Ausfall verloren hat, muss wohl Trump's Space Fleet demnächst da oben mal etwas aufräumen. Bewerte, teile und kommentiere gern das Video und schau mal auf unserem Discord vorbei. Dort kannst du mit mir und anderen UFO-Enthusiasten in direkten Kontakt treten und ganz einfach Medien teilen. Ansonsten kannst du mir natürlich gerne eine Mail schreiben oder meine Facebook-Seite besuchen. Träume nicht vom Leben, lebe den Traum. Fang bei dir an. Peace, peace.